Ja, moin, moin, meine Minecraft-Freunde. Heute begrüße ich euch für eine neue Folge Minecraft. Und ja. Ja, das bin ich. Genau. Und jetzt mal eine ernstzunehmende Frage zu euch. Habt ihr eigentlich bei Minecraft schon mal jemanden unter den Rock geguckt? Nein? Wollt ihr es? Na, dann machen wir es mal. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt den Anblick euch nicht gemerkt. Ihr vergesst ihn schnell wieder. Es war ja überall braun unten drunter, oh mein Gott. Nein. Und ja, wo sind wir denn? Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Wir haben ja das letzte Mal aufgehört, wir haben ja über unser Update gesprochen. Ja, es gibt jede Menge Neues, mit denen jetzt erstmal im Garten. Ich habe mir nämlich schon mal meine Hacke geschnappt. Ja. Apropos Kira. Die muss auf jeden Fall mal noch was zu essen kriegen. Ja, du sagst es. Da sie ja natürlich... Was ist das denn da? Wartet mal. Was ist das denn da? Ein Pferd? Was ist denn das? Ein Ei. Ja. Hier, guckt es euch an. Reite mich wie ein Pony. Oh. Es ergibt sich schon, oder? Achso. Ich habe leider keinen Sattel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auch zähmen kann mit direkt jetzt im Möhren. Wartet mal. Ich hab doch welche. Ich hab doch welche parat. Nö. Will's nicht. Okay. Dass wir keine Möhren haben? Was bist du denn für ein Pferd? Oh mein Gott, apropos. So, wir werden heute erstmal unsere Möhren. Wenn wir erstmal dabei sind. Unsere Möhren werden wir erstmal wieder wegschlagen, damit wir erstmal wieder was zu mümmeln haben. Da haben wir noch eine Kuh. Ich dachte, da ist noch ein Pferd. So, okay. Da setzen wir natürlich wieder ein paar rein. Wir wollen ja das nächste Mal auch wieder ein paar haben. Und dann wollen wir mal gucken, was wir denn heute wieder machen. Neues Spiel, neues Glück, Leute. Wie viele haben wir? 35 haben wir jetzt noch. Okay, für was ich da die Hacke jetzt mitgenommen habe, kann ich euch nicht sagen. Vermutlich, um mich zu schützen. Das ist eigentlich wie bei so einer Waffe bei Call of Duty, würde ich mal sagen. Lieber eine Waffe haben und sie nicht brauchen, statt eine brauchen und keine haben, Leute. Holz. Wartet mal, ich habe hier gerade eben einen Stack reingetan. So, heute machen wir auf jeden Fall erstmal wieder. Das letzte Mal haben wir ja das Update gehabt. Hier brennt jetzt erstmal. Haben wir davon überhaupt noch ein paar? Ja, wir haben noch ein paar, okay. Da gehen wir erstmal runter. Da schacht man erstmal noch nicht aus. Wir gehen wieder rein. Oh mein Gott, Leute. Was machen wir denn heute schon wieder? Hier, der Tobi. For the win hier. Tut wieder fehlen bis zum geht nicht mehr. Nein, wir hatten unsere Update-Infos. Und heute machen wir wieder Dobi kommentiert Kommentare. Und ja, erstmal müssen wir uns jetzt hier zwei Schaufeln machen. Wir nehmen uns einfach mal zwei Schaufeln, verzaubern die auch noch. Eventuell kriegt man Effizienz und Haltbarkeit. Wir machen aber immer nur einen Zauber drauf. Effizienz, okay. Und nochmal Effizienz, okay. Okay, die brauchen wir erstmal, das können wir jetzt wieder wegtun. Okay, da tun wir bitte schnell sortieren. Okay, passt, Leute, passt. Wartet, ich red gleich weiter, oh mein Gott, Leute. Stickies behalten wir jetzt einfach mal. Es wird schon wieder dunkel, sehe ich gerade, deswegen bringt... Wieso will es keine Möhren? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, wir werden nochmal schnell hier runter ans Wasser gehen. Werden mal schnell das Zuckerrohr pflanzen und dann geht's los, Leute. Dann geht's wirklich los. So. Wo haben wir es denn? Zweimal. Da sage ich mal, wachsen mal schön. Könnte man natürlich auch mit. Na komm. Was wir haben, das haben wir. So. Als erstes das Thema mit den Texturpacks. Wurde nochmal angesprochen, ob ich denn das jetzt mal in den Griff bekommen habe. Nein. Leute, habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Die alten Texturpacks, die es damals auf der 360 gab, kann ich einfach nicht. Die werden zwar bei mir hier im Spiel angezeigt, aber die kann ich weder auswählen noch herunterladen. Verstehe ich einfach nicht, Leute. Und ja, neue, die jetzt dazu gekommen sind, Texturpacks und Skinpacks, kann ich natürlich runterladen. Kann die auch auswählen und könnte wahrscheinlich auch mit dem spielen.
mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt, ich sag mal, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber dann nächstes Jahr, denke ich mal, also Anfang des Jahres, denke ich mal, werde ich mal den Xbox Support, werde ich mal kontaktieren und mich mal schauen, was die denn da für mich machen können, weil schließlich habe ich für die ja natürlich auch bezahlt, ja? Und da will ich natürlich auch mein... Okay, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir graben uns jetzt erstmal hier ein Stückchen nach unten. Könnt ihr mal, ratet mal, was das werden soll. Ich sag mal noch nichts. Ja, die sollen sich da mal einen Kopf machen. Schließlich habe ich dafür bezahlt. Hau mal ab, Schweinchen. Ach komm, kriegst gleich auf den Sack. Gib mir dein Steak. Danke. Komm, wir machen Dreier. Ja. Ich möchte natürlich auch meinen Inhalt haben, für den ich bezahlt habe, ganz einfach. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann mit dem Texturpack weitergeht. So, dann wurde angesprochen, darf ich dich adden bei Xbox Live? Und ja, kannst du gerne machen, habe ich nichts dagegen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich spiele derzeit sehr wenig auf der 360. Lediglich derzeit eigentlich nur Yu-Gi-Oh! Und bin sonst über eigentlich immer nur noch Odds of the One derzeit. Ich weiß mal nicht, ob sich das mal noch ändern wird oder so, aber größtenteils bin ich einfach, okay, das müsste eigentlich ausreichen, bin ich eigentlich auf der One unterwegs. Also du kannst mich gerne adden, also auf der 360 müsste noch ein paar Plätze frei sein. Ich habe das letzte Mal erst ein paar inaktive gelöscht. Ja, und auf der One, da gehen ja, keine Ahnung, über 1000 Leute kann man ja da in die Follower nehmen oder so. Also da habe ich auf jeden Fall noch jede Menge Platz. Also wer Interesse hat, nur zu, könnt mich gerne adden. Und ja, wir können natürlich auch gerne mal zusammen spielen. Das ist jetzt kein Thema. Mag es jetzt Destiny sein, Call of Duty, Forza oder was man halt dann so einfach spielt aus Langeweile. Warte mal. Wir machen uns mal schnell Holz. Unter anderem werde ich da jetzt mal schnell auf mein Handy schauen. Ich habe nämlich das Handy wieder parat. Also Etten habe ich angesprochen. Thema Abonnenten sagen. Ich muss immer mal aufs Handy jetzt gucken und da machen wir das dann ganz einfach. Abonnenten sagen. Ich soll mal in meinen Videos ein paar Abonnenten sagen. Weil ich ja ab und zu anscheinend ein paar Leute immer anspreche, das. Scheiben brauche ich noch nicht. Ich bräuchte höchstens, komm, das nehmen wir mal noch mit. Komm, das noch mitnehmen. Okay, lassen wir es erstmal so. Axt habe ich auch dabei, Fackeln müsste ich, denke ich mal, auch noch ein paar haben. Ja, das mit den Abonnenten sagen, das ist so eine Sache, ganz ehrlich. Also entweder lese ich immer mal, dass ich jetzt nur 3, 4, vielleicht 5 Stück oder so nehme. Oder, ja, oder anders geht's eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Und das liegt daran, ich sag mal 6 Stück oder so müsste eigentlich funktionieren. Das liegt daran, dass ich halt dann ständig Pause machen müsste jetzt so stehen bleiben und müsste halt ständig dann auf mein Handy gucken, um die Namen vorzulesen, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das, dass das derzeit eigentlich nicht so gut umsetzbar ist mit den Abonnenten sagen. Also ab und zu kann ich ja auch immer mal wieder welche sagen, das ist ja kein Problem. Aber jetzt eine größere Anzahl Abonnenten sagen, das ist schwierig, weil ich halt ganz einfach ablesen muss und... Dreier... Okay, ich hoffe, ihr versteht das und ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich denke mal, dass... Okay, ihr kannst sogar noch einen zusetzen. Okay, machen wir so. Passt, Leute. Aber wenn ich das so im Großen und Ganzen sehe... ich könnte ja einfach mal hier so machen. Dann machen wir das ganz einfach hier drüben auch noch. Holz, Holz, Holz. Okay, so. Ja. Denke ich mal, lassen wir das so. In der Mitte machen wir es so und dann machen wir es so.
Okay. Hoppa, die Waldfee. Aua! So, wartet mal schnell. Ich muss wieder aufs Handy gucken. Das ist das Problem mit den Kommentaren, Leute. Das ist das Problem mit den Kommentaren. Dass ich halt immer aufs Handy gucken muss. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. So, ich denke mal so, mach mal das. So, wo haben wir's? Wo haben wir's, Leute? Die Abonnenten sagen, es wurde gefragt, also Brücke, Schweizer und... Okay. Erstmal schnell zu dem Thema Schweizer. Ich habe anscheinend sehr viele schweizerische Freunde, Abonnenten, ne? Ja, auch gerade jetzt bezüglich, es wurde schon ein paar Mal gesagt, ja, sag doch mal schöne Grüße oder rede mal über das Thema Schweizer. Und ja, ganz ehrlich, das freut mich natürlich, dass ich auch Abonnenten aus der Schweiz habe. Und jetzt zu dem Thema aber, dass ich jetzt... was über Schweizer sagen soll, schwierig, Leute, weil ich kenne mich mit der Schweiz gar nicht aus. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, weil ihr oder derjenige, der es immer reinschreibt, Grüße aus der Schweiz, das sage ich einfach mal, Grüße aus Deutschland. Und ja, das freut mich natürlich, dass du immer meine Videos anschaust, dass sie dir gefallen. Und wartet mal. Okay. Und ich hoffe natürlich, dass du auch noch weiterhin Spaß hast bei meinen Videos. Ich versuche sie natürlich immer abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Wobei ich aber sagen muss, seit ich dieses... Muss ich mal gucken, ob ich hier dann immer mal noch ein paar Fenster reinmache oder so. Müssen wir mal schauen. Muss ich mal... Wo war ich denn jetzt? Das da hinten. Aber warte mal, wir machen das erstmal. Ich glaube, wir müssen eh jetzt gleich nochmal Cobblestone holen. Ich das richtig gesehen habe. So, diesmal haben wir es auch geschafft. Jetzt machen wir hier noch zu. Okay, da haben wir hier unseren Eingang. Da sieht das hier so wenig danach aus. Und es wird, Leute, es wird auf jeden Fall. Dann wurde über die Brücke oben ein wenig spekuliert. Ja, wie willst du denn die Brücke machen? Oder du hast es dir nicht ganz so vorgestellt, wie ich es jetzt gemacht habe. Wobei ich aber jetzt sagen muss, jetzt ist ja so oder so schon wieder komplett anders, weil da das natürlich jetzt mit den Tag-Nacht-Lichter-Teil-Dinger irgendwas... ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Die Dinger, die halt den Tag-Nacht-Zyklus erkennen. Mit den Laternen ist das ja so oder so jetzt wieder eine neue geile Idee wert, dort überhaupt mal was zu machen. Mit den Glowstones hattest du eigentlich gesagt, ja, in die Mitte setzen. Ich höre eine Spidey. Irgendwo war eine Spidey. Wahrscheinlich unter mir in irgendeiner Höhle oder so. Und ja, was soll's werden, Leute? Was soll's werden, wenn es fertig ist? Lasst euch mal überraschen. Ich habe hier jetzt noch 8 Mal, habe ich noch. Die setzen wir jetzt einfach mal hierher. Und dann gucken wir mal. Ecken lassen wir die Ecken frei. Und ja, dann wurde gesagt oder gefragt, Dobi, 15 Minuten Video. Ich mache ja derzeit über 20 eigentlich. 15 Minuten Video, wie lange dauert das auf YouTube hochzuladen? Das ist unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Das hängt an verschiedenen Kriterien ab. Erstens, was für eine Qualität du aufnimmst. Zweitens, was für ein Renderprogramm du benutzt. Und drittens, so, was du natürlich für eine Internetverbindung oder Upload-Geschwindigkeit hast, sozusagen. Also bei mir ist das eine Viertelstunde, wenn ich das gerendert und gemacht habe, da sind das immer so, ja, lass das mal vielleicht 400-500 MB sein. Und das dauert, ja, lass mal, je nachdem, wann ich es hochlade, ich lade es eigentlich immer nachts hoch. Also ich lasse dann nachts über immer ein Läppi an und lade das damit hoch. Da kann ich halt auch mehreres immer hochladen. Und da der Läppi auch nicht so laut ist, funktioniert das eigentlich ganz gut.
Ja, da kann ich das jetzt schwer einschätzen, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt so 25 bis 30 Minuten dauert da eine Folge hochzuladen. Und ja, oh, hier haben wir was vergessen. Oh nein. Und ja, das sind so, je nachdem, wie gesagt, was für eine Qualität du und so aufnimmst, variiert das dann. Und ja, Frage an dich. Und zwar, willst du etwa jetzt selber was auf YouTube machen oder weshalb hast du da jetzt gefragt? Das würde mich natürlich auch mal interessieren. So, wir machen das so, lassen hier frei. Wir müssen erstmal schnell hochgehen, Leute. Wir müssen erstmal schnell hochgehen. Unter anderem kann ich dann noch mal schnell auf die anderen Kommentare gucken. So, oh, ich hänge fest, weil ich jetzt gerade mal rüber geguckt habe. Ja, wie es denn aussieht mit unserer Zeit. Ich möchte ja trotzdem bei den 20 Minuten ein wenig bleiben. Oh, es regnet. Das hat sich aber gleich wieder gegessen. So, Grüße zur Schweiz, habe ich gesagt. Ich grüße alle Schweizer, die dieses Video sehen, die bis jetzt angeschaut haben. Info, Skelett, Boss. Okay. So, dann wurde in den letzten Video wurde. So. Zäune habe ich nicht, hä? Nee. Müsste ich mir dann erst welche wieder machen. Okay, das machen wir dann separat. Da bauen wir das jetzt unten erstmal zu Ende und dann schlagen wir einfach mal noch mal ein paar irgendwelche Bäume oder was. Schlagen wir weg. Und dann gucken wir einfach mal. Nein, zu dem Thema, weil ich ja das letzte Mal öfters ge ist immer noch irgendwo eine Spider, weil ich ja öfters gefragt habe, ja, über das und das. Man kann sich das natürlich auch in der Beschreibung kann man sich das angucken, das weiß ich. Das hat mir zwar das letzte Mal noch jemand in die Kommentare geschrieben, trotzdem danke dafür. Wenn ich das jetzt, oh, wenn ich es mal schnell demonstriere. So, da steht X, also blau, Beschreibung. Kann ich das jetzt anklicken und ja, da steht halt dann. Erlaubt dir eine größere Auswahl von Gegenständen zu erschaffen, ja. Und wenn ich nochmal drücke, da stehen dann auch die Zutaten. Aber es ging ja dementsprechend jetzt so um den Netherstern. Und da wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, da gibt es jetzt irgendeinen neuen Gegner, irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ja, was das für ein Gegner sein soll. So, wir werden hier nochmal schnell, einen Spaten in der Hand nehmen und werden hier einfach mal ringsherum was ziehen. Ja, da soll es jetzt irgendeinen speziellen Bossgegner geben im Nether. Was das für ein Gegner sein soll, keine Ahnung. Lass ich mich mal überraschen. Auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal in den Nether gehen, denke ich mal, werden wir so oder so dann auch mal eine schwarze Festung suchen. Und dann werden wir mal schauen. Es soll jetzt übrigens auch schwarze Skelette geben. Schwarze Skelette, wenn ich mich recht entsinne, vergiften die einen. Also sind gefährlich. Und falls sie mich töten sollten, besteht die Möglichkeit, dass die mein Equipment übernehmen. Also nicht gerade so gut. Wenn die mein Equipment übernehmen sollten, also dementsprechend dann meine Rüstung oder mein Schwert und sowas. Und mir dann am Ende nochmal geben, wenn ich dann wieder, ja, wenn ich dann wieder hinmache oder so. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf, ganz ehrlich. So, hier machen wir das auch einfach mal so. Ja, läuft auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall schon gut gekommen heute. Ganze Ecke sind wir schon vorangekommen. So. Okay, das Ganze machen wir jetzt hier hinten auch noch. Ja, Leute, vielleicht weiß es ja schon der ein oder andere. Gleich mal als Hausaufgabe, was soll's denn werden? Was soll's denn werden? Ich werde bis jetzt auch nur die Grundrisse bauen. Da warte ich extra bis zur nächsten Aufnahmesession. Da bin ich mal gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Jetzt esse ich erstmal eine Karotte, guck nochmal schnell aufs Handy. So, okay, das mit dem Boss habe ich angesprochen. Da bleibt jetzt eigentlich nur noch der Neta. Oh, eine Fledermaus. Ich habe eine Fledermaus gehört. Ne, das mit Neta habe ich gesagt.
mit dem Thema Raketen, was das letzte Mal, das ist ja einiges schiefgelaufen, keine Ahnung. Allzu weit sind sie auch nicht geflogen, also ob die anscheinend nur 5, 6 Blöcke hochfliegen, ich habe keine Ahnung. Ja, hier ist nochmal gebrannt. 24 Klumpen. Das klang ja jetzt mal geil. Komm, wir machen einfach nochmal 29. Einen tun wir noch extra rein. So. Okay, lassen wir das erstmal so. Jetzt können wir uns eigentlich erstmal Holz haben wir. So. Wir brauchen auf jeden Fall nur jede Menge. Jede Menge. Okay, aus dem machen wir uns jetzt erst nochmal schnell normales Holz. Und aus denen werden wir uns jetzt Stickies machen, weil dann muss ich das erstmal schnell wegschmeißen. Am Ende machen wir uns daraus Stickies, habe ich keine Lust. Und ja, falls ihr euch jetzt gewundert habt, gerade eben hat es geregnet. Ja, falls es regnet und es ist sehr nervig für euch, also ihr habt keinen Spaß dran, ganz einfach, sobald ihr schlafen könnt, also nachts, ja, geht einfach mal Hayabubu machen und früh ist es. Oh shit. Okay, ja, das reicht zu. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall ein paar Zäune. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und dann, ja, wir können ein paar separat, können wir ein paar Zäune machen. Weil wir brauchen ja dann auf der Brücke auch noch mal welche. Steak können wir schon mal reinhauen. Okay. Haben wir hier jetzt. Okay, jetzt haben wir, denke ich mal, erstmal ein paar Zäune. Ja, da haben wir auch ein paar mal. Können wir mal wieder was in die Kiste tun. Das wollte man nicht. So. Okay, mit den Raketen. Ja, da sollte ich einfach mal dieses Pulver. Irgendwo, wo haben wir es denn? Das hier. Feuerwerksstern. Kleiner Ball. Kleiner Ball. Gibt es da etwa noch einen großen? Auf jeden Fall sollte ich das anstatt dann mal die Raketen irgendwie nehmen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal Zuckerrohr angepflanzt und dann gucken wir erstmal. Ja, da müssen wir erstmal wieder Papier kriegen und so und dann gucken wir mal, wie es weitergeht im Großen und Ganzen. Machen wir das einfach mal so. Schaufel haben wir da. Schaufel haben wir natürlich jetzt falsch reingehen. Jetzt haben wir natürlich die ganzen. Okay, ein paar Stickies werden wir noch brauchen heute. Könntest mir natürlich wieder Kommentare. Ich möchte Kommentare haben, also Themen. Ja. Oder Fragen, alles in die Kommentare. Wir möchten natürlich auch wieder in der nächsten Aufnahmesession möchten wir ja natürlich auch wieder das Thema Tobi kommentiert Kommentare machen, weil das schon ganz gut ankommt, habe ich so das Gefühl. Aber naja, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, die Folge hat euch ja ein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann sage ich, haut's rein und dann hört man sich beim nächsten Mal. Tüdelü.